Moin Moin und herzlich willkommen bei Blood and Brain Digital und einem weiteren Snacken durch. Schon wieder. Das wird diese Woche auch nicht großartig anders werden. Ja, wir müssen die Zeit nutzen, die wir haben. Und ein Großteil der Demos, die wir so bekommen. Ne? Wer weiß, wann es wieder soweit ist. Ja, wer weiß, was, ob das anhält mit den Demos. Ne? Mal gucken. So. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Fade. Oder Face. Obwohl, das englische Wort für Glaube. Fade, Face, Fade. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Also Glaube. Wir nennen es einfach Glaube jetzt. So. Ich weiß nicht genau, wie man das betont. So. Und, ja. Das ist... Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das ist einer dieser Titel, auf die warte ich schon lange. Sehr, sehr, sehr lange. Ne? Und, Gott, ey. Jetzt endlich, also ich warte, im Grunde der erste und der zweite Teil, ist in der Trilogie. Der erste und der zweite Teil, die kann man schon lange kaufen. Ich bin nämlich völlig irre jetzt. Oder zumindest spielen, meine ich. Oder zumindest den ersten, irgendwie so. Also es ist auf jeden Fall schon was spielbar davon. So, und, ich wusste aber, es ist eine Trilogie. Und ich wollte alle Teile haben. Davon. So, wenn, will ich alle drei Teile spielen. Hab also gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Ich weiß nicht, seit wann. Ich hab keine Ahnung, seit wann. Und, ja, jetzt ist die Demo da. Und es ist... Das wird nicht für jeden was sein. Das sage ich jetzt schon. Ich meine, an dem Screenshot könnt ihr es wahrscheinlich schon absehen. Das erkennen. Das wird nicht für jeden was sein, ja? Es ist speziell. In vielen, vielen Bereichen. Es ist verdammt speziell. Und ich sag mal, Leute, die Grafikbomben und so weiter schätzen. Oder so diese klassische Super Nintendo, Sega Mega Drive, 16-Bit Pixel Engine und so weiter. Die werden hier keine Freude dran haben. Also optisch zumindest, denke ich. So, weil wir reden hier, okay, die 8-Bit und 16-Bit Pixel-Leute vielleicht schon noch irgendwo, die werden Verständnis haben, denke ich mal. Aber wir reden hier von Atari-Richtung, ne? Richtung Atari. So, oder C64 vielleicht. Ja, doch vielleicht schon eher C64? Atari C64, irgendwie so ein Mix da draus. und es geht halt um den Glauben, ne? So, es ist also ein recht kirchliches Spiel, so. Also mit Kirchenelementen, das ist ja schon der nächste Punkt wieder. Und, ja, es ist speziell, auch in der Darstellung, allem drum und dran. Horrorfans werden, denke ich mal, schon auf ihre Kosten kommen. Ja, es wird speziell. Es wird speziell. So, ich werde jetzt auch gar nicht großartig rumschnacken, was es nun genau ist und worum es geht. Das werden wir uns alles gleich ansehen. Achso, und es wird übrigens kein Vollbild sein. Es ist auf alt getrimmt. Es ist halt auch in der alten Auflösung und allem drum und dran. Es kann natürlich sein, dass man das vielleicht irgendwie auch Vollbild bekommt oder dass vielleicht später die Vollversion vollbildmäßig läuft und so weiter. Aber ich habe das jetzt nicht völlig zerpflückt, um das rauszufinden, ob es halt geht oder sowas. Jetzt, ich habe die gängigen Sachen ausprobiert, die haben nicht funktioniert. Also gehe ich mal schwer davon aus, dass es so gewollt ist. Oder halt, wie gesagt, da ist eine Demo, Alpha, Beta, irgendwas ist, dass es vielleicht einfach nicht anders geht im Moment oder sowas, ne? Ich schätze aber eher, es ist halt so gewollt. Ich werde jetzt mal starten. Die Sache ist, es ist eine Trilogie, ne? Wie gesagt. So, und Kapitel 1 ist in dieser Demo spielbar, komplett, wenn ich das richtig sehe. Kapitel 2 und Kapitel 3 jeweils nur als Demo. Wir werden jetzt Kapitel 1 spielen. Ist ja ein Snacken durch, völlig in Ordnung. Wir werden Kapitel 1 spielen. Und danach werde ich dann entscheiden, ob ich noch in Kapitel 2 und Kapitel 3 reingucke. Oder ob ich einfach sage, ja gut, okay, das reicht, um den Eindruck zu haben. Das ist genug. Ich warte auf die Vollversion. Ne? Vielleicht sage ich hinterher auch so, oh mein Gott, das war's, nie wieder. Aber ich denke eher, dass wir Kapitel 1 spielen halt und dann Kapitel 2 und 3 halt nein, ne? So,
ist halt eine Trilogie, wie gesagt, und das wäre so, als ob man den ersten Teil guckt und den zweiten und den dritten irgendwie nur zur Hälfte oder sowas und dann sagt, ja, war gut. Ja? So, deswegen, ja. Ich werde es jetzt mal umschalten und wie gesagt, nicht wundern, es ist halt kein Vollbild. So, zack. Gucken, ob das jetzt schon funktioniert. Da ist es. Okay, gut. Das Bild ist da. Da ist das Intro. Oh, und ich hoffe auch, der Ton funktioniert gut und die Aufnahme und alles. Oh, das ist. Okay, wir lassen es auf uns wirken. September 21st, 1987. It's been 1 year since I first went inside that house. I have to finish what I started. What I am about to do has not been approved by the Vatican. Ist das Gold oder ist das Gold? Ich weiß nicht, ob das Gold ist. Aber was soll es sonst sein? Außer Gold. So, ihr könnt immer noch ausschalten, ne? Jetzt, ja. Ich werde mal kurz die Musik noch einen Ticken leiser machen. So ist, glaube ich, besser, ne? Mal kurz checken hier. Da. Hallo, hallo. Ja, ich glaube, so ist in Ordnung. So. Perfekt, oder? Dann machen wir noch kurz eine Introduktion. So. Um uns zu bewegen, wir können natürlich auch das Gamepad benutzen, was ich sehr angenehm finde. Das sind übrigens wir, das ist unser Priester und das wird unser Halsdings oder unser Collier oder wie heißt das? Ja, ihr wisst schon, das weiße Stück da sein. Natürlich müssen wir blau sein, weil schwarz wird schlecht gehen. Ja, okay. So, können wir umherlaufen hier. Können schön diese Sachen einsammeln hier. Ding! Das ist halt, ne? Das ist mega, echt. Ich liebe es. Ding! Oh, verdammt. Dämonen. Nimm das! Nimm das! Oh, Belzebub persönlich. Schön, oder? Extras gibt's auch noch. Da können wir das Intro nochmal angucken, wenn ihr wollt. Nein? Okay, gut. Und hier ist das Exit. Aber wir wollen ja jetzt hier ein bisschen Action erleben, ne? Also, beginnen. Neues Game. Warning. We reset save data. Yes. Oh, einen Moment. Satan persönlich versucht mir das Headset zu klauen. Oh nein. Verdammt. So, ich habe ihn bezwungen. Puh. Okay. Das ist Gold wert. Oh, wie schön. Können wir hier eigentlich irgendwo hin? Oh, wir können da auch. Ah, oh, wir können auch weitergehen. Ah, die Versuchung, gerade in solchen Titeln, ist natürlich gewaltig, ne? Mal gucken, sind wir denn lauter als die Musik? Ist immer so schwer zu sagen. Vielleicht noch einen kleinen Ticken. So auf. So. Jetzt mal gucken. Hallo. Ja, doch. Okay. Ja, ist, glaube ich, noch in Ordnung. Ne? Musik ist noch zu hören und sowas. Ton ist noch zu hören, insofern es welchen gibt. Ich glaube, es wiederholt sich einfach alles nur, ne? Ja, okay. Ja, die Sache ist halt, bei solchen Spielen, wenn man da Musik und Ton und alles nicht im Spiel einstellen kann, dann muss ich das immer in Windows selber machen, zum Beispiel. Oder OBS und sowas. Und das ist halt immer so eine Geschichte, wenn es dann zu laut ist oder zu leise ist und. Können wir nicht einsteigen, wir weggefahren? Nee. Deswegen hoffe ich mal, dass man trotzdem die Musik und so noch hört. Puh. Hast du es bereits vergessen? Dieser Wald hat einen eigenen Verstand. Moment. Wenn du dich verläufst, kannst du dich jederzeit daran erinnern, wo du warst. Ja, drück die Escape-Taste oder den Startknopf. Okay. Aha. Achso, das war. Aha. Was ist denn, wenn wir. Achso.
Da unten ist die Straße, also im Grunde. Ach so. Gut, warte mal. Wenn wir hier, da ist das. Okay. Oh, der Hirsch ist weg. Wenn wir hier hingehen, kommen wir zu dem Baum. Naja. Oh, what? Na, das hat mich überrascht. Heute habe ich festgestellt, dass Amys Lieblingsbaum ausgesetzt aber sterben würde. Alle Nadeln sind runtergefallen und die Schale. Und die Rinde wurde bleich und hat sich abgeblättert. Scheinbar, ich glaube, mich berührt es, oder mich regt es mehr auf als Amy selbst. Sie ist so beschäftigt mit ihrer Unterstützungsarbeit in der Klinik. Sie ist sehr beschäftigt mit ihrer Arbeit in der Klinik und ich denke, es ist eine gute Sache, dass sie etwas gefunden hat, mit dem sie was zu tun kann. Etwas, in dem sie aufgeht, in dem sie Einsatz zeigen kann. Aber einige Frauen aus dem Bücherclub werfen mir böse Blicke zu, giftige Blicke zu. Und Katie und ihre religiösen Freunde reden nicht mal mit mir. Ach so? Was war das da eben, was auf den Baum gekommen ist? Interessant. Wessens Geist war das? Und warum? Oh shit, was? Jeebus. Hat der Safa geschrien? Ja, und wessen? What? Okay, gut. Ich will nicht nur wissen, ob wir da weitergehen können. Das führt wahrscheinlich zu nichts. Wir gehen also erstmal nach oben. Warte, wenn wir nach oben gehen und dann drüber kommt ein Brunnen oder... Hier ist Wasser. Ist nicht hier eingezeichnet, aber... Aha. Okay, gut. Ich habe ein paar Leute erwischt, die hier einfach in den Wäldern herumgestreucht sind letzte Woche. Keine Kinder, einfach nur Erwachsene. Sie haben mir erzählt, sie haben sich verlaufen, als sie campen waren. Ich habe ihnen den Weg zurück zur Straße gezeigt. Das fühlt sich alles nicht richtig an. Ich glaube, wir sollten Bobs Waffe, Bobs Gewehr aus dem Lager holen. Was ist denn los mit euch? Haut ab! Okay. Das arme Tier. Was hat es dir getan? Mistvieh. Warum sind die überhaupt so viele Satane? Oh, was ist denn hier los? Geht hier was? Ach, das ist... soll das sein? Nein! Achso, ja doch, lauf weg! Was wahrscheinlich das beste Eis ist, der Brunnen. Okay. Okay, was ist denn... Ich bin eingeladen! Wuhu! Nate und Jasons 6. Geburtstag am Samstag, dem 3. Mai. Nice! Von 12 bis 4 Uhr. Achso, einfach dem Brunnen, am Brunnen vorbei. Das wird wahrscheinlich da oben sein, denn das rote Gebäude nehme ich an. Da oben, ja. Da wollen wir ja noch gar nicht hin. Ich meine, wir könnten halt, aber ich will erstmal zu dem anderen Haus. Ja, das ist so ein richtiges Atari-Ding, ne? Also, Atari C64, aber vielleicht, ja, ich bin mir unsicher. Ich denke doch schon so ein Gemisch von beiden. So, mit ein bisschen natürlich PC-Power obendrauf und so, ne? Wir gehen nochmal einen weiter und dann gehen wir einen nach oben. Falls wir denn das Haus nicht finden. Hier ist ein Friedhof.
Okay. Nee. Interessant, also gibt es hier auch noch lauter Sachen so zu entdecken. Yes. Eigentlich macht es also Sinn, wer weiß, wie lange rumzustreunern, ne? Oh. Mr. Martin! Es hat länger gedauert, als ich dachte. Moment nochmal, was? It has taken longer than... Markers on you. Achso, es hat länger gedauert, als ich dachte, um halt ihren Friedhof als historischen Friedhof, also hier die Grabsteine und so weiter, als historischen Friedhof anzuerkennen. Unser Büro hatte Schwierigkeiten zu festzustellen, wer denn hier nun begraben ist. Die Sprache auf den Grabsteinen können wir nicht entziffern, können wir nicht lesen. Wir haben die Grabsteine zum Säubern zu einer Firma geschickt, zu einer Universität in Connecticut. Ja, okay. Und die kümmern sich darum, ich werde mich melden, sobald ich Neues weiß. Okay. Okay, gut. Ist hier um das Haus? Nee, hier ist noch ein Baum. Okay. Ist das derselbe Baum? Ich will doch nur zu dem Haus. Ah, Mistkiste. Das ist schon ganz schön wild. Ja, und das am Anfang hat nicht ein Verstand der Wald. Er hat nicht einen eigenen Verstand, sondern im Deutschen würde man wohl eher sagen, hat den eigenen Willen. Das trifft das, glaube ich, viel besser. Einen eigenen Willen, ja. Hier ist ja das Wasser. Deswegen kommen wir auch von... Ja, deswegen wiederholt sich das alles hier, weil wir uns hier quasi ein bisschen verlaufen. Interessant, aber wir können ja nicht genau sehen, wo wir sind. Oh Gott, hab ich erschrocken. Ah, weil ich gerade an der Nase gekratzt habe. Aber hier ist das Haus, okay. Jetzt sind wir also da. Ja gut. Huh. Das Martinshaus, also von Familie Martin, die auch den Friedhof gemeldet haben da unten, liegt etwa 100 Yards von der Straße weg. Es ist nahezu keine Möglichkeit, dahin zu fahren. Überall sind Straßen und Straßen, überall sind Bäume, ist halt sehr, sehr dicht bewuchert und so weiter. Es war schwer, das Haus überhaupt zu finden. Und es war bereits dunkel, als wir ankamen. Vater Allred? Pater Allred wusste scheinbar genau, wo er hingehen oder wo wir hingehen wollen. Also, oder wie wir zum Haus kommen. Er ist einfach den Weg entlang gefahren, dass er aber wüsste, wo es hingeht. Im Scheinwerferlicht haben wir einen alten Schuppen gesehen. Ja, Pater Allred erklärte, dass er den Exorzismus am liebsten weit weg von dem Haus machen würde. Aber die Martins haben erklärt oder haben darauf bestanden, dass Amy im Haus bleibt. He complained that having the family prison makes it difficult to... Achso, und ja, der Pater hat halt zur Kenntnis gegeben, dass es halt natürlich schwer ist, so einen Exorzismus zu machen, wenn die Familie der betroffenen Person auch noch in Reichweite ist und so weiter. Ja. Interessant. Gucken wir in das Haus rein? Aha. Was war da oben am Fenster? Da kommt irgendwas durch? Weg mit dir. Böse Seele. Okay, Moment. Wir können nicht die Zettel nochmal lesen, ne? Der Schuppen. Ja gut, er muss jetzt nicht hier unbedingt sein, ne? Das kann auch einfach nur so ein Teil der Geschichte gewesen sein jetzt. Was ist hier los? Ja gut. Sie wollten ja im Haus bleiben. So, Bob. Die Kinder und ich vermissen dich jeden Tag.
die Zwillinge und Amy, ja, haben ihr nächstes Schuljahr begonnen und sind jetzt noch zu Hause. Ach ja, genau, machen quasi Homeschooling da halt, ne, Heimschule. Sicherlich, weil die da irgendwo im sonst was Wald leben. Ja, Amy fragt die ganze Zeit, wann sie denn zu einer echten Schule gehen darf. Ich befürchte, sie kriegt halt, ja, Cabin Fever. Weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch? Ja, quasi, ne, dass sie da so abgeschieden im Wald leben und so weiter, bekommt dem Kind halt nicht, scheinbar. Die Zwillinge haben kein Problem damit, sich zu beschäftigen. Oh, gestern sind sie wiedergekommen, sind nach Hause gekommen und ihre Hände waren beschmiert mit Blut. Ich vermute, sie haben ein totes Rentier. Ja doch, Rentier, natürlich. Einen toten Hirsch gefunden und dachten, es wäre eine coole Idee, es anzufassen. Ich denke, wir haben ein Kojotenproblem hier. Ja, und ich war gucken nach dem toten Tier und es war eine verdammt ekelhafte... Es war verdammt ekelhaft zu betrachten. Und all das einen Tag nach dem Geburtstag der Zwillinge. Ich kann es kaum erwarten, dass du nach Hause kommst. Das war wahrscheinlich hier dann, ne? Ja, okay. Da geht es Amy wohl noch gut. Aber sie wird schon... gefällt es hier nicht. Aber sie ist wohl noch nicht besessen oder sowas. Und die Einladung da, das, gut, okay, das mit dem Clown drauf, die Einladung und so weiter, war dann wohl zum Geburtstag der Zwillinge da. Wir müssen doch den Aspekt finden. Achso, und übrigens waren es wohl keine Kojoten, sondern eher diese... Wow, shit. Sondern diese Mistviecher. Okay, wir sind hier. Interessant, hat er hier gespeichert. Mist. Die Frage ist jetzt natürlich, doch, wenn er da eingeladen ist, müssen wir hier nochmal hin. Und wahrscheinlich das hier nochmal machen. Ja, wir setzen so ein bisschen die Geschichte halt gerade zusammen, ne? Und wie gesagt, die Einladung mit dem Clown und so weiter drauf, das war jetzt im Geburtstag der Kinder hier, der Zwillinge. Amy findet das hier nicht so wirklich toll. Ja, genau. Und das, was mich da eben gefressen hat, was hat auch vorhin ja den Hirsch oder so da gefressen. Und sie denken halt, das sind Kojoten, die hier unterwegs sind. Dabei sind das halt schon die bösen Dämonen, ne? Genau die. Mistviecher, ey. Hier ist der Friedhof. Wie ist denn... gut, Mist. Als wir beim Brunnen waren eben... Oh gut, da sind wir ja gestorben, ne? Dann versuchen wir es mal so jetzt hier. Oh, es ist... Gut. Es ist echt gut. Es ist... Haust du ab. Es ist, fesselnd genug, dass man weitermachen möchte. So diese Fetzen an Story, die man findet. Oh, 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 oh. Und sowas, das, was ist das hier? Aha, eine öffentliche Lesung bei Carl James Osborne. Könntet ihr jetzt Geschichte und Verbindung zu Hexen, Satanismus und, ja, anderem Kram in der Richtung. Aha. War die Lesung hier? Im Wald? Sehr bizarr. Das ist also auch noch interessant. Also ich vermute mal, wir müssen jetzt einfach noch zu dem Schloss da hoch. Oder das rote Gebäude halt. Ja. Würde ich vermuten. Weg mit dir. Ich krieg trotzdem eine gewisse Gänsehaut, wenn die auftauchen, ne? Obwohl die nicht... Ja gut, die müssen erreichen, du bist tot halt, ne? Aber die sind halt... Irgendwie ist das Geräusch? Ich weiß das nicht. Echt fies, ey.
Ach, jetzt sind wir bei dem Haus wieder. Kommen wir da immer wieder hin? Ja. Shit. Wir müssen zu dem Brunnen. Müssen wir bei der Brunnen? War der hier oben? Nicht über das Ding. Dann glaube ich nochmal einen weiter. Okay. Jetzt nach oben. Glaube ich. What? Pater Garcia. Du bist, sie sind, oder du, sie, sind dazu angehalten, Michael Davis aus ihrer Obhut zu entlassen und ihn zurück nach Hause zu bringen. Okay. Mr. und Mrs. Davis haben uns bereits in unserem Büro kontaktiert. Ein Abgesandter der Kirche ist unterwegs zu ihrem Haus, um die Sache weiter zu besprechen. Ja, und da sollen auch sie ihren Schützling übergeben, unterschrieben Kardinal Gifford. Wer ist denn jetzt Davis? Okay, und warum hat das Monster das dabei gehabt? Ja, was ich sagen wollte, ist, es hat genug Anreiz, geschichtentechnisch und so weiter, stimmungstechnisch das weiterzumachen. Mr. und Mrs. Martin. Credit us. Achso, Mr. und Mrs. Martin begrüßten uns am Haupteingang. Mr. Martin brachte uns in den Keller. Erklärte uns, dass Amy dort festgehalten wird. Gefesselt ist, was auch immer. Er tat mir sehr leid. Da war Schuld und Schande in seiner Stimme. Ne? Er bringt uns in den Basement, und da unten steht aber, Amy war in der hinterletzten Ecke quasi von dem Dachboden. Ettig ist auch Dachboden, ne? Ah, okay. In einem Stuhl, völlig entspannt, starrte sie uns an. Es ist schwer zu beschreiben. Der Ausdruck auf ihrem Gesicht ist schwer zu beschreiben. Aber es war nicht der Blick eines Kindes. Okay, gut. Erstmal alles untersuchen hier. Okay, gut. Aha, da das Bild. Was ist hier los? Aha. Okay, das sind die Eltern und das ist das Kind, würde ich sagen. Logischerweise. Aber sieht doch noch ganz nett aus eigentlich, ne? Eigentlich. Wenn man hier so guckt, sieht das aus, als ob das Kundenträger wären. Okay. Ein Riesenbett haben sie ja, ne? Ja, ist der Spiegel böse oder so? Ist da hinter uns? Ist es unser Schatten? Ich hätte es erwartet, dass da irgendwelcher Mist mit dem Spiegel passiert. Das hätte sich so super angeboten. Was ist denn das für ein Riesenbett, ey? Na, wenigstens sind wir hier drin sicher. Hoffe ich. Erstmal. Puh, also er hat das vor Jahren angefangen. Also ein Teppich, okay. Ein Tisch, ja. Also er hat das vor Jahren angefangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und aus irgendwelchen Gründen konnte er es denn nicht fortsetzen. Den Exorzismus. Scheinbar. Aber hier scheint auch keiner mehr zu sein, ne? Also hier ist irgendwie alles relativ verlassen, aber es scheint ja noch... Scheint ja noch alles intakt zu sein, ne? Oha. Oha, das ist ja... Nate? Oder so? Amy heißt das wahrscheinlich nicht. Oder ist es... Nee, das heißt Nate? Okay, das sieht aus wie ein kleiner Kultist oder so, und sein...
sein Dämonenmonster, aber am helllichten Tag? Und das ist hier am Kühlschrank. Schön. Was ist das hier? Nichts. Okay. Okay, gut. Hier kommen wir zurück dahin, ja. Huh. Also ich vermute mal, wir werden doch erstmal nur den ersten machen hier. Da habt ihr einen Eindruck, ne? So, und ich denke, Teil 2 und 3 werden einfach andere Geschichten erzählen. Es wird wahrscheinlich immer derselbe Charakter sein, schätze ich mal hier. Wir gehen erstmal nach oben. Ja, ich vermute, es wird immer derselbe Charakter sein. Aber nur andere Geschichten. Vielleicht bauen sie aufeinander auf. Vielleicht sind es auch andere Charaktere, ich weiß es nicht genau. Aber vom Design und allem her wird es ja immer sehr ähnlich sein. Okay, hier oben war so Sport. Okay. Da können wir nicht rein. Gehen wir erstmal hier hin. Badezimmer. Es ist alles schön riesig hier. Ich muss ja mal kratzen, einen Moment. So. Ja, interessant ist aber, dass das alles noch so sauber wirkt und als ob das gerade irgendwie benutzt hätte und also es wirkt jetzt nicht verlassen oder sowas, ne? Und kann... Nee, das macht ja keinen Sinn. Warum? Das Kinderzimmer hier, würde ich jetzt mal mutmaßen, ne? Ja. Da ist Amys Zimmer vielleicht? Vielleicht das Zimmer der Zwillinge? Ne, ist nur ein Bett, also wird es wahrscheinlich Amys Zimmer gewesen sein. Ist das viel? Nein. ich denke, ich war der Einzige, der an den Dachboden dachte. Als ich nach dort oben ging, wurde es sehr kalt. Ich habe Amy gefunden, wie sie in der hinterletzten Ecke stand und mich einfach anstarrte. Genauso wie ich sie da mit demselben Blick, den sie mir damals gegeben hat, als wir das erste Mal gesehen haben. Wir haben kurz gesprochen. Aber es war sehr frustrierend, mit ihr oder es zu sprechen. Ich habe ein wenig, ich erfuhr ein wenig die Deception. Kann ich jetzt nicht übersetzen, weiß ich nicht genau. Also irgendwas, der Dämon hat mir halt irgendwie ein bisschen was zu verstehen gegeben. Achso, Einfluss wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Ich spürte ein wenig den Einfluss des Dämons, als wir uns unterhalten haben. Während unserer Unterhaltung hat sie öfters den ersten Namen meiner Mutter genannt und sprach perfekt Lateinisch. Ich habe bei den anderen nach Hilfe gerufen, aber es kam keiner. ich habe meinen Kruzifix angehoben und begann das Ritual erneut. Aha. Das tobt also schon ein bisschen länger alles da. Okay, hier sind die Twins, würde ich sagen. Typisches Kinderspielzeug hier. Ach, guck mal einer an. Dass hier ein Dämon im Haus ist, ey. Kein Wunder, mit so einem Teil, ey. Auch sehr cool, so ein magisches Ding da. Hier so ein... Ah, super, die haben gutes Spielzeug. Ist das so ein Telefon? So ein fahrendes Telefon-Ding da? Ah, schön. Ja, Betten, okay. Ja, es sind natürlich die Twins, ja. Weltkarte. Okay. Man hat auch die ganze Zeit so ein bisschen so ein ungutes Gefühl. So ein Gefühl von ich weiß auch nicht. Das ist ein ungutes Gefühl, ganz einfach. Als ob irgendwas gleich passieren würde. Okay, dann gehen wir mal wieder runter. Er hat wieder Attic geschrieben, aber jetzt waren wir ja oben, ne? Das war oben und jetzt gehen wir in den Keller. Ich glaube, kann das ein Schreibfehler sein? Ich weiß es nicht genau, weil jetzt gehen wir ja, glaube ich, runter, ne? Ja. Okay, das ist jetzt unten. Gucken. Da hinten ist Blut oder sowas. Das sieht hier nicht ganz so gut aus mehr. Aha. Oh. Was ist das?
Was ist denn das? Ist das ein... Hä? Liebste Amy, danke, dass du geschrieben hast. Es hat mich sehr gefreut, von dir zu hören. Achso, genau. In deinem letzten Brief hast du mich gefragt, was das Seltsamste ist, was ich jemals bei einer Missionierung gesehen habe. Oh, jetzt geht's los. In dem Bereich, in dem ich, oder in dem Gebiet, in dem wir arbeiten, gibt es eine Menge Leute, die Quimbaba praktizieren. Das ist im Grunde das, was du ein Pagan, ein heidnisches Ritual nennen kannst. Es ist ein Mix aus dem katholischen und dem afrikanischen Glauben. Einer der Heiligen, den sie huldigen, ist San La Muerta oder Sant Des. Sowas schreibt man doch nicht einem Kind. Ich meine, die Amy scheint nicht so noch nicht alt zu sein, aber sowas schreibt man doch keinem Kind, oder? Ich meine, wenn sie 20 oder 30 oder sowas ist, lalala, aber die war ja noch relativ jung, würde ich mal so sagen. Okay, schon älter als 10, schätze ich mal, aber ja, hier, die praktizieren hier Quimbamba und das ist so ein heidnisches Ritual, ne, und eigentlich huldigen sie mit dem Tod. So. Hä? Okay, ja. Gestern haben wir mit einem Jungen unterhalten, der etwa 15 ist. Als wir ihn gefragt haben, ob er jemals gebetet hat, sagte er, nein. Aber, ich habe zu San La Muerta gebetet. Okay, hat er doch gebetet. Was lügt denn das Kind? er hat uns von einer Zeit erzählt, wo er bei seinem Cousin zu Hause war und seiner Beschreibung nach haben sie zu einigen Statuen oder Figuren von San La Muerta gebetet. Und das hat dafür geführt, dass sich Sachen im Haus bewegt haben. Dann wurde er sehr ruhig und ängstlich. Wir haben ihm erzählt, dass er zu Gott beten kann, weil Gott würde sowas nicht machen und er würde auch keine Angst verspüren. Wir haben ihn eingeladen, in die Kirche zu kommen, aber er ist bis heute nicht aufgetaucht. Ich werde diesen Brief jetzt fertig machen, abschicken und wir sehen uns in 4 Monaten. Layton. Ja, wie auch immer Layton ist, weil ich werde echt eine Menge Namen in den Raum geworfen, ne? Meine Güte. Wie auch immer Layton ist, sowas schreibt man doch nicht. Ist das vielleicht sein Vater, ihr Vater oder so? Aber sowas schreibt man doch trotzdem nicht. Einem Kind. So, die beten hier den Tod an. Und dennoch dieses andere Ding mit dem, ach nee, weiß nicht. Gut, es kommt drauf an, wie alt Amy ist jetzt so, aber trotzdem. Okay, gut. Was ist hier los? Amys Eltern konnten sich die ganze Prozedur nicht lange ansehen. Mrs. Martin wurde hysterisch, und das Ding in Amy ernährte sich von der Furcht der Mutter. Vater Alred bat mich darum, die Martins nach oben zu bringen. Ich war zwar physikalisch völlig am Ende, aber ich hab's geschafft, die Treppen hochzukommen und bis in die Küche. Amy war unten am Schreien, Mutter, Mutter, die ganze Zeit. Endlich habe ich sie dazu bekommen, sich hinzusetzen an den Küchentisch. Nach einigen Minuten wir konnten nicht viel hören von dem, was unten noch passierte. Nach einigen Minuten wurde es, also quasi grob übersetzt, nach einigen Minuten wurde es sehr still unten. Und ich habe nachgeschaut, was los ist. Vater Alred lag auf seinem Rücken, bewusstlos.
Genau, Pater Alred lag auf dem Boden und war bewusstlos und Amy war nicht in ihrem Stuhl. Aha. Bin ich Pater Alred? Nee, nee, ich bin bestimmt der die Martin. Shit. Okay. Ich bin bestimmt der, in der Puppe? Ah. Ja, ich bin bestimmt der Priester, der eben die Martins nach oben gebracht hat. Aha. Ja, Bob ist irgendwo im Mittleren Osten stationiert. Er hat diese seltsam guckende Puppe, ja, als Amys Geburtstagsgeschenk rübergeschickt. Ich werde Amish das nächste Mal fragen, wenn wir Buchclub haben, was das für eine Puppe ist. Ich denke, sie könnte wirklich von da drüben sein. Amy schien sich nicht sonderlich über die Puppe zu freuen. Ich glaube, sie würde lieber ein Telefon haben anstelle einer Puppe. Aha. Oder vielleicht, wie übersetze ich das jetzt? Ja, grob gesagt, vielleicht verbindet sie die Babypuppe auch mit ihrer Arbeit in der Klinik. Also ist Amy doch älter? Wenn Amy in der Klinik arbeitet? Ich bin noch nicht so ganz klar darauf, wie alt Amy letztendlich eigentlich ist, wenn das alles passiert. Aber auf jeden Fall, ja, die Puppe ist also. Aha. Wow. Ja, also die Puppe ist also von da. Aha. Schissel, ey. Wo sind wir jetzt? Sind wir wieder im Haus? Nee, okay, wir sind hier. Aha. Da kommt sie, ja. Ich vermute, es ist der Endkampf jetzt hier. Ja, okay, gut. Ich vermute, es ist der Endkampf jetzt. Und der böse Dämon, der kam wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aha. Oh, das war Glück. Ich habe die da gar nicht gesehen, die Fußspuren da. Oh, Mist, ey. Geht hier noch was? Ja. Ich fühle mich nicht mehr sicher in meinem eigenen Haus. Ich höre draußen Stimmen in der Nacht. Ich lasse die Zwillinge nicht mehr raus in den Wald zum Spielen. Ich habe Angst um sie und um das, was da draußen ist oder sein könnte. Das ganze Haus ist aufgewühlt. Es fühlt sich ungewöhnlich an. Es ist, als ob man durch ein Karneval, Funhaus, ja, also so, auf dem Jahrmarkt, diese Häuser, sag ich mal, wo diese Zerrspiegel drin sind und so weiter. Es fühlt sich also alles komisch und unnormal an. Und Amys Zustand wird immer schlechter. Ich kann nicht in ihrer Nähe sein und ich weiß nicht mal warum. Sie scheint aber nicht sie selbst zu sein. Ich wollte sie zu einem Doktor bringen, aber ich kann die Jungs hier nicht alleine lassen. Ja, ich habe festgestellt, dass das. Mein Telefon funktioniert nicht mehr und ich kann meine Autoschlüssel nicht finden. Ach, zum Glück kommt Bob morgen nach Hause. Bob ist also Mr. Martin?
Muss ja. Da muss man die richtige wissen. Das ist ja eine miese Nummer. Oha, oha, oha. Übel, übel. Okay, gut. Es scheint das Finale zu sein. Wir probieren das noch ein paar Mal. Mal gucken. Oh, da müssen wir genau die richtige erwischen, ne? Eben war es die von unten. Ob es immer die von unten ist? Mal gucken. Hm? Ah, okay. Yep. Ob es immer die von unten ist? Mal gucken. Erstmal kommt die ja jetzt hier, ne? Oder nicht? Doch. Okay. Ah. Okay, okay. Okay, der Ablauf ist also immer der gleiche, ne? Ja, gut. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Das wird schwer. Ja, da kommt sie. Ah, shit. Ah! Oh. Das ist mies. Das ist echt mies. Wie lange geht das Video jetzt schon? Lass mal gucken. 46 Minuten, ja. Also ich würde mal sagen, einmal versuchen wir es noch. Dann... Er speichert ja. Ne, er speichert ja. Ja, ne? Ja doch, ich glaube, es gab auch einen Continue-Button und so weiter. Okay, aber ich denke, ihr habt einen ganz guten Eindruck auch davon, wie das allgemein so abläuft hier. Und wie gesagt, die anderen beiden Spiele da, die werden auch in diesem Stil ablaufen. Nur andere Geschichten oder vielleicht auch hier drauf aufbauen. Das ist ja eine Trilogie. Das kann natürlich durchaus sein. Jetzt habe ich vergessen, welche das war. Shit. War das die von oben? Diesmal kommt sie nicht. Okay. Ha. Kann natürlich auch sein, dass sie wirklich darauf aufbauen, ne? So, dass es hiernach, wenn wir sie besiegt haben, halt feststellen müssen, woher der Dämon kommt und all sowas halt. Bis zum großen Finale vielleicht irgendwie. Shit. Ah. Das war echt Glück jetzt gerade. Okay, hier kam sie gleich auch nochmal, ne? Von hier unten? Da. Ah. Shit. Ah. Oh, das ist eine miese Nummer. Das ist wirklich eine miese Nummer gerade. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber uha, uha, das ganze Ding, also man hat die ganze Zeit wirklich so ein mieses Gefühl halt, ne? So eine Anspannung. Gute Arbeit, gute Arbeit. Aha. Ja, gute Arbeit und das, obwohl es halt so simpel gehalten ist, ne? So optisch und alles. Ach so. Ich darf da also gar keine Gnade zeigen. Das ist es vielleicht auch. Mal gucken. Ah, dann war es vielleicht doch einfach immer nur Glück eben. Hm, shit. Ein letzter noch. Ein letzter. Ein letzter noch. Ah, weil es ist das Finale. Also ich gehe schwer davon aus, dass es das Finale ist. Und ach, eigentlich möchte ich es schaffen, aber... Ah, verdammt, noch eins. Boah. ja, super. Los, komm her. Komm, komm. Da bist du. Nee. Also das ist wirklich jedes Mal anders. Jetzt kam sie ja von oben. Und das ist jedes Mal der gleiche. Ich glaube, es ist zufällig. Weil das will ich nochmal feststellen. Jetzt kam sie von oben eben, ne? Das will ich ja noch einmal feststellen, kurz. So. Wir gehen nochmal hin. Sammeln wir das nochmal ein. So. Jetzt kam sie eben von oben. Mal gucken. Vielleicht ist es ja wirklich doch raumgebunden, weil sie kommt ja auch immer von derselben Stelle. So, mal gucken.
Nee. Okay, gut. Es ist eine von den Vieren immer, ja. Okay, gut. Gut, gut. Also. Oh. Gänsehaut, ne? Ich muss wissen, wenn ich jetzt Quit drücke. Okay. Muss ich denn ganz von vorne anfangen? Mal gucken. Beginn. Ich will... Geht das nicht, weil das vielleicht eine Demo ist? Das kann natürlich sein, ne? Weil hier sagt er ja Save Data. So, und... Replay Intro. Ja, es kann sein, dass es nicht geht, weil es nur eine Demo ist halt, ne? Ja. Wow. Wow, Sir. Wow. So, einmal raus. Jetzt ist es dunkel. Aber es interessiert mich ja trotzdem einmal. Ganz, ganz kurz, ne? Nur mal ganz, ganz kurz. Ich will mal hier raufklicken jetzt. So, mal gucken, ob man... was sieht oder ob ich das extra einstellen muss. Wenn ich das extra wieder einstellen muss, jetzt denn sagen wir einfach mal no. Mal gucken. Okay. Ja, doch, ich denke, das muss ich extra einstellen dann, ne? Ja. Ja, ich denke, das muss ich extra einstellen, ja. Oder? Ja, ich denke schon. Okay, F4. Gut, aber ich sehe das gerade optisch hier und ja, es sieht aus wie... Also das war jetzt der zweite Teil und der sieht optisch genauso aus wie der erste Teil, also wird der dritte auch in die ähnliche Richtung gehen. Ich habe aber gesehen, dass man eben, als ich Exit gedrückt habe und so weiter, konnte ich kurz sehen, dass man im Menü einen Bereich für Notes hat, wo man dann die ganzen Briefe lesen kann. So, die man wahrscheinlich im zweiten Teil auch einsammelt. Die Schriftstücke und so weiter. Also hat sich das schon entwickelt. Ne? So, ist es nicht so einfach, dass er sich hingesetzt und dreimal auf quasi dasselbe Spiel gemacht hat, hm? Weil er hätte auch ein Spiel daraus machen können, sondern er hat schon Unterschiede in die Spiele eingebracht. Ja, heftig. Also, heftig. Boah, ich hab ein bisschen Gänsehaut, witzigerweise so, hätte ich im Leben nicht erwartet, ich wusste auch nicht ganz genau, was wir zu erwarten haben. Ich hatte halt ja schon, wie gesagt, ein paar Trailer gesehen und so weiter auch und gedacht, oha, interessant, ja. Wirkt ein bisschen altbacken und sowas, aber mal gucken. Und, boah, heftig. Also ich muss kurz aufstehen. Dass so ein Spiel, dass das so ist, also optisch gesehen halt, ne? So, ich bin ja auch eher jemand, der sagt so, ja, es muss nicht immer AAA Super-Hyper-Grafik sein und so weiter. Deswegen liebe ich halt auch solche alten Titel wie Doom zum Beispiel noch. Oder auch die alten Shadow Warrior-Dinger. Duke Nukem 3D. Ich spiele auch noch sehr gerne die ganzen neuen Retro-Shooter, die kommen, die halt so auf alt getrimmt sind und sowas. Ne? Die Leute, die halt meinen Kanal ja sowieso verfolgen, die wissen das ja auch. Die sehen das ja ziemlich häufig, dass ich sowas zocke. Oder auch im Stream, ne? Und natürlich, sage ich mal so, Doom Eternal sieht auch fett aus, ne? Also ich mag auch schon mal Spiele, die AAA Engine Power haben und sowas, ne? Gar kein Ding. Aber ich bin halt auch ein Fan, ne? Oder ich bin auch nicht abgeschreckt, sage ich mal, von Spielen, die halt so aussehen. Ne? Ich habe hier, neben meinem Rechner hier habe ich zwei C64-Spiele stehen in Originalverpackung und so weiter, ne? So, ich spiele sowas also häufiger. Kein Problem damit, ne? Aber ja, das Heft, das ich versuche zu verarbeiten, dass so ein Spiel, was ja nicht wunderschön aussieht, was halt, wie gesagt, so urig alt aussieht und so weiter und jetzt auch nicht unbedingt mit super mega Details strotzt und auch nicht mit vielen so High-Tech-Effekten wie Blitz und Donner und wow, hast du nicht gesehen, aber trotzdem so eine heftige Spannung erzeugen kann halt, ne?
Das ist enorm. Heftig. Also, ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl von. Ah, auch jetzt. Ne? So eine leichte Gänsehaut. So ein. Krass. Ich schätze mal, dass das kam aber auch durch den Einsatz von Sound und sowas. Ne? Das ist, der Sound hat die ganze Zeit so ein unwohliges Geräusch. Ja, irgendwie, ne? Auch wenn diese Dämonen im Wald aufgetaucht sind und dieses verzerrte Stimmen und sowas. Also, oh, ich denke, das wird es wahrscheinlich auch mit sein. Großartig. Großartiges Ding. Das werden wir auf jeden Fall zocken, wenn es raus ist. Weil, ich sag mal, das wird nicht lange dauern. Wenn alle drei Teile draußen sind, ich denke mal, die werden alle in etwa dieselbe Länge haben. So, und klar, der Bosskampf jetzt da gegen Amy und sowas, das ist natürlich nicht unbedingt eine Glückssache, weil man hat ja schon Zeit. Ne? So, man hat ja genug Zeit, um zu reagieren im Grunde. So, ich glaube, ich habe einfach nur oft den Fehler gemacht, dass ich schon mich ausgerichtet habe in eine Richtung. So halt. Und dann einfach zu langsam reagieren konnte. Ich muss einfach stehen bleiben, nichts machen. Und wenn sie denn los, also wenn denn eine Version von den vier noch da ist, dann muss ich direkt in diese Richtung, zack. So halt, ne? So ist es halt. Man hat halt doch kurz Zeit, weil die drei Duplikate verschwinden, das eine bleibt über und das wetzt dann erst los. So, und da ist die Chance, wo du reagieren musst. Und ich denke, das geht. So halt, ne? Und ich glaube, es sind auch nur drei oder vier Mal oder so. So oben komplett, dann wahrscheinlich nochmal unten im Haupteingang. Und ich schätze mal, dann hat sich das auch. Schätze ich, ne? So. Ja. Krass, krass. Und ja. Ich bin beeindruckt. Beeindruckt. Ich applaudiere. Großartiger Titel. Wer den selber mal ausprobieren will, zack, die Demo ist, wie gesagt, ne? Auf Steam ist momentan zu kriegen. Beschreibung unten, Beschreibung. Link unten in der Videobeschreibung. Schaut mal drauf. Und ja. Was haltet ihr so davon? War das so. Wäre sowas ansprechend für euch überhaupt jetzt so? Ne? Ich meine, oder war das so, die sie haben, okay, was ist denn los mit dem, ey? Warum ist denn der jetzt so, das ist voll die Scheiße, ey, sowas würde ich nicht mal spielen, wenn ich völlig besoffen wäre. Ne? Wie ist denn so eure Meinung dazu? Das würde mich mal doch schon interessieren, weil ja, Horrorspiele, gute Horrorspiele sind halt eine rare Geschichte, ne? So, heftig. Guter Titel. Sehr schön. Ja, und dann folgt uns auch am besten noch auf /BloodandBrain, Facebook, Twitter, Twitch. Ist ja auch eingeblendet überall, dann kriegt ihr immer alles mit, was so anläuft, was wir gerade posten, was wir gerade aufnehmen, wann wir streamen und so weiter und so fort. Ist alles da zu finden immer. Abonniert den Kanal hier, dann kriegt ihr auch immer alles mit, was hier so hochgeladen wird. Und am Ende dieses Videos kommt halt direkt noch ein Link zu unserer Playlist. Da findet ihr alle möglichen anderen Stacken durch, die wir jetzt innerhalb dieses Sommer-Steam-Events auf Gaming gespielt haben. Sind auch einige Top-Titel schon bei. Schaut aber rauf. Und wir sehen uns dann wieder bei ja, entweder den nächsten Snacken durch oder vielleicht auch CNC Remastered oder Minecraft oder Realms of Sounding oder irgendeinem Stream. Schauen wir einfach mal, ne? Einfach mal spontan reinschauen. Würde uns freuen. Ha, und www.totenstadt.com und www.bloodandbrain.de müsst ihr auch nochmal besuchen, wenn ihr Bock darauf habt. Was heißt, müsst ihr, wenn ihr Bock habt? Könnt ihr, wenn ihr Bock habt, weil da geht es um unsere Kartenspiele Totenstadt und Voodoo-Hetz und ihr findet da alles, vom Regelwerk über Beispielkarten bis hin zu den Demo-Videos, um euch davon ein Bild zu machen, was wir eigentlich so machen, abseits von Zocken. Also dann, danke fürs Zuschauen, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!